Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unser heutiges Live hat das Motto Gel-Lack und ist perfekt für alle Gel-Lack-Neulinge bzw. für die, die es vielleicht noch werden möchten. Ich bin mir aber sicher, dass heute auch jeder von euch noch kleine Tipps oder Tricks für sich einfach mitnehmen kann. Ich zeige euch heute, wie ihr Gel-Lack in nur 4 einfachen Schritten macht und wie ihr ihn ganz einfach wieder von euren Naturnägeln entfernen könnt. Seht es einfach so wie einen kleinen Workshop for free. Nutzt die Gelegenheit, stellt mir alle Fragen rund um das Thema Gel-Lack. Ich versuche so viele Fragen wie nur möglich wirklich zu beantworten. Und natürlich habe ich euch auch wieder einen Rabattcode mitgebracht. Den gibt es wie immer am Ende des Lives. Und als erstes möchte ich euch gern mal unser Gel-Lack-Set Classic zeigen. Wir werden heute nämlich nur mit den Produkten aus diesem Set arbeiten. Ihr seht, das ist eine relativ große Box, da ist recht viel drinnen. Ich habe euch da jetzt schon einmal aufgebaut, was alles im Set drinnen ist. Also ihr habt natürlich einmal die große professionelle Lampe mit drinnen, wo ihr eure Gel-Lacke in nur 60 Sekunden aushärten könnt. Und dann habt ihr wirklich alle Produkte in diesem Set drinnen, die ihr benötigt, um eure Gel-Lack-Maniküre zu machen und um sie natürlich wieder von euren Nägeln zu entfernen. Ja, ihr habt in dem Set sogar so eine kleine Broschüre mit drinnen, so quasi eine Step-by-Step-Anleitung. Stehen da ganz viel interessante Tipps nochmal drinnen, sind wirklich alle Steps nochmal mit Bildern drinnen, so dass sie wirklich, wirklich leicht zum Anwenden ist. So, jetzt räumen wir aber mal alles auf die Seite und legen gleich los. So, bitte, wenn ihr Fragen habt, natürlich gleich in die Kommentare rein. So, wir starten jetzt gleich einmal mit Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 1 bei der Gel-Lack-Maniküre ist die Naturnagelvorbereitung. Wir schnappen uns da jetzt den Nagelhautlöser. So, kann man das erkennen? Ja. Sehr gut, sehr gut. Und wir schnappen uns ein Rosenholzstäbchen. Das ist einfach so ein kleines Holzstäbchen, mit dem können wir jetzt die Nagelhaut wirklich gut entfernen. Zu Hause sollte wirklich Schritt Nummer 1 sein. Bitte Hände waschen vorher, ohne Seife, ganz wichtig. Oder eben ein Desinfektionsmittel verwenden. Das ist ganz, ganz wichtig. Diesen Gel-Lack-Löser trage ich auf meinen Rand rundherum auf. Und es ist aber wichtig, ihn auf die Nagelplatte aufzutragen und eben netto hinten auf die Haut. Wir wollen ja nämlich die Nagelhaut wirklich von dem Bereich schön entfernen. Einfach aus dem Grund, weil der Gel-Lack nur am Naturnagel Anhaftung finden kann. Bringe ich den Gel-Lack oder irgendein anderes Material auf die Nagelhaut, wird es einfach keine Haftung zusammenbringen. Das ist dann das, wo es sich noch 1-2 Tagen von den Rändern her so zum Lösen beginnt. Das schaut dann so wie so komisch milchig und löst sich dann wirklich ab. Deshalb ist der Schritt ganz, ganz wichtig. Ich nehme einfach diesen Gel-Lack-Löser als Hilfsmittel, weil er mir die Nagelhaut schön aufweicht und ich meine Nagelhaut dadurch mit so einem Rosenholzstäbchen einfach wesentlich einfacher entfernen kann. In diesem Set habe ich auch so kleine Zellstoffpads. Die sind so kleine Helferlein für alles Mögliche. Die gingen weg wie die warmen Semmeln von mir. So. Jetzt hat dieser Gel-Lack-Löser einfach ein bisschen eingewirkt. Und wir schieben jetzt unsere Nagelhaut wirklich zurück. Wichtig ist es, nicht nur hinten zurückzuschieben, sondern wirklich da uns auf der Seite vor allem auch anzufangen, die Nagelhaut zu entfernen. Weil gerade da auf der Seite klebt die Nagelhaut oft einfach ganz, ganz besonders drinnen. Ihr dürft euch da jetzt bitte bei mir nicht wundern. Bei mir wird jetzt nicht gar so viel Nagelhaut runtergehen, weil ich einfach echt ganz brav einmal in der Woche eine Maniküre mache. Weil mir einfach diese Nagelhaut so dermaßen stört. Deshalb kommt da jetzt nicht so viel runter. Und wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, ich habe drunter jetzt einfach ein bisschen Gel. Wir stellen uns jetzt einfach vor, aber das wäre ein Naturnagel. Funktioniert nämlich ganz gleich.
Die Reste, die da jetzt dann noch oben sind von diesem Nagelhautlöser, wische ich einfach mit der Zellette weg. So. Und dann schnappe ich mir diesen kleinen Bacher-Block und mattiere meinen Naturnagel an. Beim Mattieren ist es eben wichtig, dass ich die Ränder besonders gut mattiere. Das heißt, ich ziehe wirklich die Haut ein bisschen, also vom Finger ein bisschen zurück, damit ich da mal ein bisschen Platz verschaffe. Leg den Buffer an, schiebe ihn wirklich hin, bis ich sage, okay, jetzt da stehe ich an und mattiere die Ränder ganz vorsichtig. Ich fange immer zuerst mit den Rändern an, weil ich während dem Mattieren von den Rändern einfach schon ein bisschen von der Mitte meines Nagels mitnehme. Und es ist ganz wichtig, dass ich diesen Punkt zwar gründlich ausführe, aber eben nicht zu viel auf meinem Nagel herumfeile. Also bitte nicht so, wie irgendwie am Naturnagel feilen, das wollen wir nicht. Wir wollen den Naturnagel nicht ausdünnen, wir wollen einfach nur, dass er matt ist und dass er einfach seinen Glanz verliert. Das reicht uns dann schon. Ihr seht, das war jetzt im Prinzip alles, er ist wirklich gleichmäßig matt und das reicht. Den Feilstaub entferne ich mit diesem kleinen süßen Bürstchen. Das holen wir uns da raus. Und wenn ich den Feilstaub entferne, ist es immer von Vorteil zu sagen, ich bürste den Feilstaub raus aus den Rändern. Also jetzt nicht wüt hin und her, sondern ich will ihn weghaben. Also gehe einfach mit meinem Nagelrand mit. So, und schau, dass es schön rausbürst. Der Punkt ist ganz wichtig, weil es eben auch für die Haltbarkeit ganz wichtig ist, auf einem sauberen Nagel zu arbeiten und für die Produkte. Weil sonst würde ich ja permanent quasi kleine Staubkrümelchen mit in mein Produkt bringen und das will ich ja nicht. Deshalb gut staubfrei machen. Der letzte Schritt meiner Naturnagelvorbereitung ist der Primer. Das ist mein Haftvermittler. Das ist einfach so ein kleines Flascherl mit einem Pinsel mit drinnen. Und das trage ich hauchdünn auf meinen Naturnagel auf. So, wenn ich es aufkriege. Sehr gut. So, ich streife diesen Pinsel wirklich in der Flasche ganz gut ab, weil ganz wenig nur davon brauche. Da ist echt weniger ist mehr. Beim Auftragen mache ich das jetzt nicht so, als ob ich einen Nagel lackieren würde, sondern ich trage ihn wirklich ein bisschen weiter weg von der Nagelhaut auf und fahre leicht rüber und presse ihn so ein bisschen auf. Und ich sehe wirklich, obwohl ich ihn wenig aufdrücke, geht das so auseinander. Und es reicht vollkommen. Ich trage ihn überall auf, wo Naturnagel ist. Wir tun ja so, als ob ich überall Naturnagel hätte. Also tragen wir ihn überall auf. So. Wenn ich jetzt einfach sehe, okay, da ist jetzt überall so ein bisschen feucht, dann passt es. Mehr muss das gar nicht sein. Da mal eine kleine Stelle vergessen. Sieht man immer ganz gut im Licht. Und das war's. Sehr, sehr dünn. Ein sehr, sehr sparsames, aber äußerst effektives Produkt. Das war's jetzt schon zum Thema Naturnagelvorbereitung. Also bis jetzt noch keine Hexerei. Wir können jetzt schon zu Schritt Nummer 2 gehen. Als nächstes kommt die Gel-Lack Base. Wir haben in diesem Set den Base and Finish drinnen. Das ist quasi mein Unterlack und später, ihr werdet es dann sehen, gleichzeitig wieder mein Überlack. So, wir schrauben dieses Fläschchen auf. Und wieder das gleiche Spiel. Ich streiche meinen Pinsel schön in der Flasche ab. Und ihr seht es, ich mache das wirklich auf beiden Seiten und mehrmals. Und es schaut jetzt zwar so aus, kann man das erkennen, es schaut echt so aus, als ob da irgendwie kaum mehr ein Produkt am Pinsel oben wäre. Es ist aber mehr als genug noch für meinen Nagel. Ich muss diese Base nämlich schön dünn auftragen. Und am leichtesten tue ich mir wieder, wenn ich den Pinsel ungefähr einfach so ansetze, ein bisschen andruck, damit mir der Pinsel leicht auffächert. Und dann ein bisschen noch hinten schiebe und nach vorne ziehe. Und dann kann ich wirklich schön die Ränder und ich schaue wirklich, dass ich jetzt nicht allzu schnell arbeite. Das ist nämlich der tolle Unterschied zu klassischem Nagellack. Ich habe wirklich lang Zeit. Klassischer Nagellack ist immer relativ zügig zum Auftragen, weil er während dem Auftragen schon aushärtet.
Das passiert mir mit dem nicht. Und ich kann auch immer und immer wieder drüber fahren. Und es bleibt trotzdem schön glänzend und passiert nichts. Bei den Rändern außen rundherum muss ich unbedingt schauen, dass ich ungefähr so einen halben Millimeter was Platz lasse. Aber ich packe meine Spitze vorn einfach schön mit ein. Das ist ganz wichtig für die Haltbarkeit von vorne. Weil gerade vorne haben wir unsere Spitzen irgendwie permanent unter oder beansprucht. Und deshalb ist das ganz wichtig, dass wir die schön mit einpacken. Ich habe jetzt längere Nägel, das heißt, ich muss sie natürlich seitlich die Spitze auch schön mit einpacken. Zum Schluss schaue ich einfach nur einmal, da ist jetzt fast schon wieder zu viel oben und ich streife noch was ab. So, ich setze nochmal an und perfektioniere mir nochmal die Ränder. Ich schiebe es ein bisschen zurück, lasse aber definitiv ein bisschen Platz. Wir wollen nicht, dass uns das Produkt in die Ränder läuft. So, und ab in die Lampe damit. Wir härten den Gellack für 60 Sekunden in dieser großen UV-LED-Lampe. Mit der sparen wir echt einen Haufen Zeit. Klassische UV-Lampen brauchen nämlich wirklich 2 Minuten für jede Schicht zum Aushärten. Die klassischen Lampen sind einfach die mit den 4 Röhren mit drinnen. Und die neuere, bessere Variante spart mir einfach unglaublich viel Zeit. Beim Primer war vorher eine Frage. Bitte. Und zwar, verwendest du einen mit oder ohne Säure? Für die Gellacke, habt ihr da gesehen, ich habe den Ultrabond Primer verwendet. Der ist definitiv säurefrei. Es ist ganz wichtig, wenn ich die Gellacke wieder mit dem Gellacklöser entfernen möchte, muss ich unbedingt einen säurefreien Primer verwenden. Würde ich den Acid-Based Primer verwenden, kann es einfach sein, dass der Gellacklöser nicht mehr gescheit funktioniert, weil die Haftung einfach zu gut ist und der Naturnagel das Produkt dann einfach nicht mehr hergeben mag. Und der Ultrabond Primer ist so, dass die Haftung super ist, aber es trotzdem wieder runtergeht. Und dann haben wir ja noch einen Primer, der mit Vitaminen. Genau, das ist aber auch ein Ultrabond Primer. Das heißt, den kann ich natürlich auch mitverwenden. Nur im Set ist noch der klassische Ultrabond Primer drinnen, aber im Prinzip funktionieren beide ganz gleich. Die hinterlassen so eine leicht klebrige Schwitzschicht auf meinem Naturnagel und dadurch kann sie jetzt einfach der Gellack echt toll anpoppen am Naturnagel. Und dieser können sie einfach wunderbar miteinander verbinden, die 2 Komponenten. So funktioniert er. So, sehr gut. Wir haben Schritt Nummer 2, ich würde mal sagen, erfolgreich erledigt. Jetzt kommt Schritt Nummer 3. Und das ist die Gellackfarbe. In dem Gellackset Classic ist der Farbton Beige mit drinnen. Das ist ja ein ganz neutraler Farbton, der zu sehr vielen Hauttypen einfach passt. Ich zeige euch da mal die Farbe. Ist eine wunderschöne, ganz dezente Farbe. So. Wenn ich eine Gellackfarbe auftrage, dann ist es gleich wie vorher. Ich streife den Pinsel gut ab. So, jetzt haben wir da ein so ein blödes Härchen, das wegsteht. Das macht aber gar nichts. Jetzt haben wir es wieder repariert. So. Also wenn euch das einmal passieren sollte, dass einmal ein Härchen irgendwie wegsteht, nicht verzweifeln, einfach eine Zellette nehmen, einmal abstreifen und er ist wieder so, wie er eigentlich gehört. So. Die Farbe streifen wir auch wieder gut ab und wir tragen sie in 2 sehr dünnen Schichten auf. Die erste Schicht schaue ich immer, dass ich sie besonders dünn erwische. Und das Prinzip ist immer das gleiche. Ich setze den Pinsel ein bisschen vorher ab, gehe leicht nach hinten und streiche den Lack nach vorne aus. Und nachdem ich so wirklich schön dünn arbeite, ist es so, dass die erste Farbschicht noch leicht, ja, so schattig einfach ausschaut, so ein bisschen streifig. Und das soll bitte unbedingt so sein. Ja? Das ist einfach ganz wichtig, gerade bei diesen sehr hochpigmentierten Farben dann, dass die Aushärtung auch wirklich gut funktioniert. Und ihr seht es einfach nur dadurch, dass ihr den Pinsel da ein bisschen weiter vorne aufsetzt und ihn so ein bisschen nach hinten schiebt, kann es einfach wesentlich schöner meine Rundung hinten machen. Und was ich mit der Farbe wieder mache, ist einfach vorne die Spitze schön mit einpacken. Das mache ich mit jeder einzelnen Schicht. So. Und Gellack wieder zumachen und ab in die Lampe. Für 60 Sekunden. Ihr seht, ich habe meine Gellacke echt weit weg von der Lampe. Bitte stellt eure Gellacke nie so oder da so her.
dieses Licht ist ja nicht nur in der Lampe drinnen, sondern das strahlt auch so ein bisschen auf eure Arbeitsfläche vorne aus. Deshalb echt Gellacke zur Seite, dann kann sie dann auch wirklich nichts passieren. Und so als kleinen Insider-Tipp, im Winter werden wir es wahrscheinlich nicht machen, aber im Sommer oder wenn der Frühling kommt, ist es sehr verlockend. Geht bitte nicht raus auf die Terrasse und macht euch draußen die Nägel. Auch nicht im Schatten. Ihr werdet total traurig sein, weil eure Produkte wirklich hart werden. Ihr werdet merken, während dem Aufstreichen wird der Pinsel so richtig fest und hart und es geht nichts mehr. Das ist einfach, weil draußen überall diese UV-Strahlung ja ist, die Produkte aushärtet. Also ein kleiner Insider-Tipp, bitte immer drinnen, immer irgendwo lichtgeschützt in Innenräumen einfach euch die Nähe machen. Habe ich irgendwelche Fragen verpasst? Es waren nur vorher Menge Press-on-Tipps. Und zwar, ob die ganz hinten platziert werden oder weiter vorne platziert werden. Kann ich machen, wie ich möchte. Wenn ihr Lust habt, es gibt ein eigenes Live dazu. Da habe ich die Version gezeigt, sie ein bisschen weiter vorne zu platzieren. Einfach nur, weil ich den Rand hinten wesentlich natürlicher noch hinbekomme. Aber prinzipiell, es sind beide Varianten richtig. So, jetzt trage ich die zweite Farbschicht auf. Und immer im gleichen Prinzip. Was bei sehr cremigen Tönen oder eben solchen Nude-Farben ganz wichtig ist, ich kriege relativ, ich würde mal sagen, leicht eine leichten Streifen einer. Wichtig ist, diese Farbtöne leicht schwebend dann einfach auszustreichen beim letzten Mal. Das heißt, wenn ich sie jetzt normal lackiere, kann ich meinen Pinsel schon normal aufsetzen und wirklich so runtergehen. Aber ihr seht, wie das so ganz leicht so, schaut das nicht perfekt aus. Jetzt nehme ich aber meinen Pinsel und fahre einfach nur ganz locker, so leicht schwebend drüber und damit perfektioniere ich das einfach. Seht ihr das? So. Es wird viel schöner. Und dann sind die ganzen Gellacke einfach auch noch selbst glättern. Sie haben nämlich, wenn man das so anschaut, die Farbe, darf ich einmal bitten? Entschuldigung. Wenn man die Farbe so anschaut, ist es wirklich relativ dünnflüssig und angenehm. Es gibt zwar ein paar Farbtöne, die sind ein bisschen cremiger, aber kein Gellack ist richtig, richtig dick. Das heißt, die sind alle selbst glätternd und sehr angenehm und einfach von der Anwendung her. Und wenn ich es nach der zweiten Schicht nicht so sauber hinkriege, dass ich noch immer Schlieren drinnen habe, kann ich dann eine weitere Schicht auftragen? Ich kann natürlich eine dritte Schicht auftragen, das ist überhaupt kein Problem. Ich würde mal sagen, wir haben Schritt Nummer 3 beendet. Es war nur immer nicht unglaublich schwierig. Wir werden jetzt dann zu Schritt Nummer 4 kommen. Und wir nehmen einfach dieses selbe Produkt, was wir am Anfang genommen haben als Base, nehmen wir jetzt wieder als Überlack, also als Finish. Kannst du vielleicht nochmal die Farbe zeigen, was du aufgetragen hast? Dankeschön. Das ist der Gellack Beige. Ein ganz schöner, natürlicher Farbton. Und der passt einfach wirklich zu so vielen verschiedenen Hauttypen. Voll schön. Und wir haben ja auch die Stifte für Primer. Mhm. Das sind die ganz dieselben Produkte. Sind dieselben Produkte. In der Stiftform gibt es wieder einen Primer mit Säure und einen ohne Säure. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr arbeitet lieber mit Stiftform, ich bevorzuge den Stift nämlich, dann bitte greift auch wieder zum Ultra Bond Primer in Stiftform, ja, damit ihr später dann wieder den Gellacklöser verwenden könnt. Wenn ihr aber sagt, okay, Gellacklöser ist sowieso nicht meins und ich möchte vielleicht lieber vorsichtig meine Farbe mit der Feile runterholen, könnt ihr natürlich beide Primer verwenden. Da seid ihr dann komplett frei. So, als letzte Schicht kommt jetzt unser Basin Finish wieder. Und wieder schön dünn. Und immer schön in der Flasche abstreifen. Das heißt, ich streife nie so ab, sondern wirklich in der Flasche, weil dann bleibt der Flaschenhals sauber und das Produkt trinkt man schön wieder in die Flasche zurück rein. So. Und dann mache ich wieder exakt dieselben Schritte. Sehr, sehr einfach. Wirklich nur schauen, immer ein bisschen Platz lassen zu den Rändern hin. Und die Nagelspitze schön mit einpacken, damit die Farbe da besonders gut und besonders lange hält.
und wieder ab in die Lampe mit 60 Sekunden. Machst du auch einmal ein Live über Babyboomer? Ja, wir haben eine komplette Planung gemacht, jetzt schon für die nächsten 2 Monate. Es dauert noch ein bisschen, dann wird es auch veröffentlicht. Und Acryl? Ja, Acryl ist auch mit dabei. Also es wird Babyboomer mit dabei sein, es wird Acryl mit dabei sein, es wird Pigmente, Transferfolie, alles Mögliche. Also wirklich so breit gefächert und wir haben uns da jetzt wirklich da ein bisschen dran orientiert, was ihr uns immer geschickt habt. Wir fragen euch nämlich immer so nach unseren Lives in einer Insta-Story, was möchtet ihr noch sehen? Welche Themen interessieren euch einfach noch? Und wir freuen uns immer, wenn wir von euch ganz viel Input bekommen und ihr uns auch wirklich sagt, okay, was für Themen möchtet ihr gerne sehen? Was interessiert euch? Ja. Ich hätte da jetzt noch eine Frage und zwar, meine Base ist sehr dick, was mache ich falsch? Blöde Frage. Das Base in Finish oder eine andere Base? Weil wir haben nämlich verschiedene Base Codes in unserem Sortiment. Es gibt zum Beispiel die Power Base, die ist einfach von Haus aus ein bisschen cremiger von der Konsistenz her. Die ist nicht so dünnflüssig wie der Base in Finish. Dafür ist sie perfekt für eher weiche, dünne Naturnägel, weil sie wesentlich mehr Stabilität bietet. Gerade wenn ich sage, ich arbeite ganz viel mit meinen Nägeln, die sind einfach total beansprucht. Ich arbeite irrsinnig viel mit Desinfektionsmitteln, mit Putzmitteln. Dann wäre ich echt auch bei der Powerbase zu Hause. Und wir sollen natürlich nie inzwischen cleanen oder feilen, oder? Habe ich nicht gemacht. Das war wirklich Base, zweimal Farbe und der Topcoat. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, damit wir glücklich sind, ist den Nagel einmal reinigen. Wenn ich den Besenfinish aushärte, hat er so eine klebrige Schwitzschicht. Wenn man da jetzt so leicht raufgreift, weiß nicht, ob man das erkennen kann, ihr könnt so einen richtigen Abdruck hinterlassen oben auf der Oberfläche. Das ist einfach diese Schwitzschicht. Wir nehmen uns da wieder eine von diesen Zellstoffpads, also von diesen Zelletten und ein bisschen was von diesem Gel Cleaner. Das ist einfach ein ganz milder Alkohol, der mir diese klebrige Schwitzschicht runterholt, aber den Glanz oben lässt. Das ist eben wirklich im Gegensatz zum Nagellackentferner, wenn ich den benutzen würde, dann hätte ich ganz wenig Glanz nur mehr. Und da habe ich wirklich jetzt einen super tollen Glanz. Kann man das erkennen? Ja. Ja? Glänzt schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, und jetzt da habt ihr gesehen, wie einfach das es einfach ist, den Gellack aufzutragen. Jetzt möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, wie easy das sein kann, ihn wieder zu entfernen. So, jetzt tun wir einfach so, als ob jetzt mehrere Wochen vergangen wären. Und ich war glücklich und happy, weil ich habe meine Nägel irgendwie nicht permanent noch lackieren müssen, sondern ich habe Gellack oben. Dann schnapp ich mir meinen Gellacklöser. Diese kleinen Folienstücke, die heißen Remover Wraps, eine Feile und dieses kleine Remover Tool. Das sind jetzt meine Utensilien, die ich verwende, um mir meinen Gellack wieder zu entfernen. Wenn ich meinen Gellack entfernen möchte, ist es ganz wichtig, einmal als erstes meine Oberfläche anzufeilen, damit der Gellacklöser überhaupt eindringen kann in meine Gellackmaniküre. Würde ich das jetzt dann mit dem Buffer machen, ist das einfach viel zu wenig. Deshalb nehme ich wirklich so eine Sandblattfeile. Die ist wesentlich gröber von der Körnung her. Und da ist wirklich eine mit drinnen, die hat auf einer Seite eben die Körnung 180 und auf einer Seite 100. Und wir nehmen da wirklich die grobe Seite. Und wir gehen da jetzt einfach einmal, so. Schauen wir mal, dass wir da mein Chaos ein bisschen beseitigen, ja? Dann seht ihr auch wieder, was ich tue. Wir gehen mit dieser Feile einmal über den kompletten Nagel drüber. Wichtig ist da, ihr braucht da jetzt nicht großartig was runterfeilen, also wieder nicht schnell hin und her, sondern es geht nur darum, dass überall es leicht angefeilt ist, dass ich gerade auch die Ränder hinten nicht vergesse anzufeilen. Die sind einfach super wichtig. Also die grobe Seite ist jetzt die 100er Seite? Genau, genau. Und die Live-Videos werden natürlich nachher wieder gespeichert und man kann sie immer wieder ansehen. Ja,
Ja, also ihr müsst mir immer einen kleinen Moment geben nach dem Live. Es dauert immer ein bisschen, aber ein paar Minuten später ist es nämlich schön gepostet. Und ihr könnt alles bitte gerne einfach nur mal nachschauen. So. Und die Ränder nicht vergessen. Ja? Ich meine, ich halte da jetzt echt ein bisschen so, dass ihr halt was seht und ihr auch was seht. Normalerweise haltet man nicht so auf Krampf. So. Da glänzt es noch ein bisschen. Und dann schaue ich einfach nur im Licht. Habe ich irgendwo noch glänzende Stellen? Da hinten habe ich jetzt ganz hinten noch glänzende Stellen, weil es jetzt natürlich ja noch nicht rausgewachsen ist, sondern es noch sehr frisch ist. Das heißt, ich muss jetzt da ganz hinten jetzt auch nochmal anfeilen. Dann, ganz wichtig, staubfrei machen. Damit der Gellacklöser auch direkt auf den Gellack kommt und da nicht eine Staubschicht dazwischen ist. Das ist ganz wichtig, dass wir den einfach wieder schön abkehren. Dann schnappen wir uns eins von diesen Remover Wraps. Und das ist einfach so eine Folie mit einem Zellstoff-Pad drauf. Schaut so aus. Wirklich so ein kleines Pad. Und da können wir jetzt unseren Gellacklöser draufgeben. So. Wichtig ist da, dass das nicht nur ein kleines bisschen ist, sondern da dürfen wir jetzt wirklich großzügig sein. Das ist das einzige Produkt beim Gellack, wo ich ruhig großzügig sein darf. So, dieses Pad gebe ich mir jetzt da direkt auf meinen Nagel. Also ich schaue wirklich, dass ich jetzt das Pad nicht so platziere, dass ich hinten den ganzen Finger mit erwische, sondern wirklich schön mit dem Nagel abschließe und dass ich ihn da so drauf habe, den Nagel. Und dann ist es ganz, ganz, ganz wichtig, ihn richtig fest einzuwickeln, ja. Dieses Pad, gerade da, wo dieses Pad auf meinem Nagel aufliegt, das muss super fest einfach oben sitzen. Wäre das ganz locker, hat ja das Pad keinen Kontakt zu meinem Gellack. Und wenn das Pad keinen Kontakt zu meinem Gellack hat, dann kann der Gellack halt auch nicht arbeiten. Das ist ganz wichtig, dass das wirklich schön fest oben sitzt. Diese schöne Packung bleibt jetzt ungefähr 10 bis 15 Minuten auf meinen Naturnägel oben. Der Gellacklöser schafft es jetzt, dass er meinen Gellack schön aufweicht. Und dann nehme ich einfach dieses Remover Tool. Zeige ich das einmal, wenn ich es rauskriege. Gut verpackt. So. Das hat da auf der Seite, zeige ich das so. Das hat so eine kleine Metallschlaufe. Ist aber überhaupt nicht scharfkantig. Und das ist das Besondere an diesem Tool. Das heißt, es ist jetzt da, ich sage jetzt einmal, scharf genug, um meinen Gellack wirklich zu entfernen, aber eben nicht so scharf, dass es meinen Naturnagel wieder entfernen würde. Ich kann es euch jetzt leider aktuell nicht sagen, weil es dauert ja nur 15 Minuten, bis er wirklich aufgeweicht ist. Wir können aber auch gerne mal ein extra Live dazu machen, wie ihr das dann auch wirklich live seht, wie es funktioniert. Tun wir jetzt so, als ob der jetzt 10 bis 15 Minuten schön drauf eingeweicht wäre. Ja, dann nehme ich diesen Remover Wrap einfach runter, setze dieses Remover Tool auf den Nagel auf und fange an, ihn einfach so runter zu schieben von meinem Naturnagel. Geht dann ganz einfach. Wichtig ist es aber auch, dass ich dieses Tool schön flach halte und das wirklich schiebe. Wenn ich jetzt spüre irgendwie, es geht zu schwer, dann einfach nur mal kurz raufstecken. Also wirklich versichern, dass das Pad noch feucht ist mit dem Gellacklöser. Sonst einfach nochmal nach anfeuchten und nochmal rauf damit. Es muss wirklich ganz, ganz leicht zum Entfernen gehen. Bestimmt Fragen dazu. Natürlich. Ihr seht schon mal. Und zwar, es gibt ja die Clips auch, funktioniert ganz gleich. Ja, also mit diesen, sind so wiederverwendbare Kunststoffclips im Prinzip. Da nehme ich einfach nur die Zellette, nehme ich mal eine Zellette runter, tränke dieses Pad. Ich bin dann so, dass ich es halt einmal zusammenfalte, weil es doch recht groß ist. Ich kann es aber einmal einfach in der Mitte durchschneiden, wenn es mal lieber ist und wenn ich sehr kleine Nägel habe. Dann tränke ich es mit diesem Gellacklöser und fixiere es dann einfach mit diesen Clips auf meinem Nagel. Funktioniert auch super und ist einfach wiederverwendbar. Je nachdem, was man lieber ist. Und in welchen Abständen erneuerst du den Lack? Oder wie lange sollte der halten?
Es kommt ganz auf den Naturnagel drauf an. Also wir sagen einfach, ein Gellack kann bis zu 5 Wochen halten. Wir wissen aus der Erfahrung, dass die meisten unserer Kunden im Schnitt so alle 3 Wochen was ihre Gellack-Maniküre erneuern. Weil es ist ja so, dass der Nagel jetzt auf einmal viel schöner auserwachsen kann. Weil er einfach durch diesen Gellack ein bisschen besser geschützt ist und dann nicht mehr so leicht einreißt auf der Seite. Dann sieht man eigentlich erst, wie schnell so Naturnägel wachsen und oft ist der Nachwuchs dann einfach schon so groß, dass es nicht mehr so schön ausschaut. Das ist einfach der Grund, warum die meisten unserer Kunden alle 3 Wochen wechseln. So. Weitere Fragen? Nö. Sehr gut. Dann habe ich noch Fragen vorbereitet. Wir haben euch ja vorab gefragt in unserer Story, ob ihr schon irgendwelche Fragen habt, die wir unbedingt beantworten müssen heute. Und alle gehen sie leider nicht aus, aber ich habe zumindest ein paar davon einfach rausgesucht und die werde ich euch jetzt da noch unbedingt beantworten. Also, eine Frage war, wie bekomme ich den Gellack weg, wenn ich rausgemalt habe? Mit dem Korrekturstift schmiert es, steht noch mit dabei. So, das war jetzt eine wichtige Info für euch, weil, den habe ich euch noch vorenthalten, weil er nicht im Set drinnen ist, es gibt einen Gellack-Korrekturstift, der heißt Bye Bye Gel Polish, kann man den erkennen? Und das ist, das kennt ihr sicher von einem Nagellack her, das ist einfach so ein Korrekturstift mit einer feinen Spitze. Und da kann ich dann wirklich, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt doch vielleicht einmal ein bisschen außergemalt, dann kann ich diesen Korrekturstift anwenden und die Ränder noch einmal schön säubern. Jetzt ist es aber so, dass natürlich dann der ganze Gellack am Korrekturstift oben bleibt. Weil irgendwo kommt dieser Gellack ja hin, wenn ich weg wisch. Jetzt schnappe ich mir einfach eine trockene Zellette und wische diesen Gel, also diesen Korrekturstift wirklich schön an der trockenen Zellette auf. Das säubert mir die Spitze. Wichtig ist auch, dass ich da immer ganz, ganz locker nur damit arbeite und nicht fest aufdrücke, dann bleibt die Spitze nämlich auch schön spitz. Wenn ich jetzt aber sage, okay, der Korrekturstift ist vielleicht jetzt doch nicht das Richtige für mich, um einfach kleine Fehler zu korrigieren, kann ich zum Beispiel auch, zeige ich euch auch noch, es gibt so Silikontools. Das ist ein ganzes Set, da sind wirklich so 5 verschiedene Silikontools drinnen. Und die eigenen sind nämlich auch super, wenn ich zum Beispiel mal den da nehme und sage, ich tue mir jetzt so, als ob ich ausgemalt hätte, ich kann dieses Silikontool, dadurch, dass es schön weich ist, kann ich es wirklich schön am Rand ansetzen und kann da auch noch einmal meine Ränder säubern. Ist sonst auch eine Möglichkeit, was ich einfach machen kann. So. Welches Problem kann sein, wenn der Gellack nicht so einfach runtergeht? Es kann mehrere Ursachen haben. Da kommt es immer, oder wäre immer meine erste Frage, was passiert denn genau? Habe ich das Gefühl, dass es sich von oben her nicht abtragen lässt mit dem Remover-Tool? Oder habe ich eher das Problem, dass ich sage, okay, oben funktioniert es gut, aber die letzte Schicht klebt einfach so an meinem Nagel oben? Vielleicht kriege ich die Zusatzinfo, dann tue ich mir ein bisschen leichter. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, wie repariere ich am besten eingerissene Nägel? Und passt perfekt zur nächsten Frage, was kann ich machen, wenn meine Naturnägel leicht einreißen? Ich nehme jetzt mal an, dass der Rührroll mit Gellack gemeint ist. Wenn mir mal ein Naturnagel eingerissen ist, kann ich das wunderbar reparieren, indem ich Fiberglasstreifen in meine erste Gellackschicht mit einarbeite. Fiberglasstreifen sind einfach so ein feines Gewebe, was ich selber zuschneiden kann mit einer Nagelschere. Und das mache ich einfach ein bisschen größer, als mein Bruch ist. Und ich lege dieses Gewebe in meine noch feuchte erste Base-Schicht ein, Herzen mit aus und kann ganz normal drüber arbeiten. Das stabilisiert mir meinen eingerissenen Naturnagel wieder. Wenn ich jetzt aber das Problem habe, dass das immer wieder passiert, würde ich eher die Base anpassen. Dann würde ich eben nicht die Base, oder das Base and Finish als erste Schicht verwenden, sondern dann würde ich die Power Base verwenden. Weil diese Gellack Base einfach noch mehr Stabilität bietet, wenn ich sie einfach benötige. So, haben wir in der Zwischenzeit schon die Zusatzinfo gekriegt? Nein. Nö, dann mache ich weiter. Eine Frage habe ich nämlich noch. Die Peel-Off-Base bekomme ich bei den Nagelspitzen kaum ab. So, für alle, die jetzt nicht wissen, was eine Peel-Off-Base ist, es gibt zum Nagellack dazu auch eine Abziehbase.
abziehbare Base. Die macht quasi aus all unseren Gellackfarben eine abziehbare Gellackmaniküre. Ist nur ein bisschen anders zum Anwenden, aber auch dazu wird es relativ bald ein eigenes Live geben. Also dann bitte echt gern unbedingt dieses Live anschauen und ich gebe euch da alle Tipps und Tricks mit zu diesem Thema. Gibt es auch einmal ein Live zum Thema Nägel einfach verlängern? Einfach verlängern haben wir im Prinzip schon gehabt mit den Press-on-Tipps. Also es gibt schon, es ist schon online und das kann ich nachschauen. Und ich weiß auch schon, dass wir ein Live geplant haben, mit Gellack zu verlängern. Ja. Es wird aber immer wieder, es gibt unzählige Themen und ich glaube, wir werden nie fertig und wir greifen aber alle Themen sehr gerne auf. So, wenn ihr keine Fragen mehr habt, nö, dann habe ich nämlich noch einen tollen Rabattcode für euch. Eine Frage noch. Wie läuft es mit dem Goodbye? Aha, okay, also das ist schon eine Pro-Frage, sehr gut. Es gibt zusätzlich zu dem Gellack-Set eine Quick Goodbye Pre-Base, so nennt sie das. Das ist einfach eine Base, die trage ich zwischen dem Primer und meinem eigentlichen Gellack-Base-Code auf. Also genau dazwischen kommt diese Quick Goodbye Pre-Base einer und die ermöglicht es mir, mir beim Entfernen dann noch ein paar Minuten Zeit zu sparen. Ich kann wirklich im Schnitt so gute 5-8 Minuten Einwirkzeit einfach sparen und das lässt sich wesentlich leichter entfernen, beeinflusst aber meine Haltbarkeit nicht. Also sehr, sehr tolles Produkt. Jetzt habe ich aber generell eine Frage. Ich sage doch so viele Produkte und alles. Könnt ihr euch das überhaupt alles merken? Würde es euch irgendwie helfen, wenn ich diese Produkte, die ich jetzt irgendwie erwähnt habe, einfach dann in dieses gepostete Live irgendwie so als Beschreibung unten mit reingeben. Schickt es mal bei Herz an, wenn ihr das gern hättet, weil das sagt, okay, das ist praktisch zum Nachschauen. Okay. Ich schaue mal, ob da mal die Herz an fliegen. Eine Frage hätte ich noch. Warum kann man die Live-Videos nicht dauerhaft ansehen? Das heißt, später mal nachsehen. Kann man. Also man braucht dann echt nur reingehen auf Insta, auf unsere Reels, also auf diese Videos, die einfach sind auf Insta. Und da können Sie wirklich alle Lives, die ja bisher waren, können Sie dort drinnen nachsehen. Es gibt sogar oben so einen eigenen Symbol. Ich weiß jetzt nicht, wie das genau ausschaut. Müsste ich jetzt lügen. Und wenn man da aufdruckt, kommt man sogar wirklich zu einem Ordner, wo nur die Live-Videos drinnen sind. So dass ich jetzt gar nicht ewig irgendwie so durchsuchen muss durch diesen. Und es sind jetzt inzwischen ganz, ganz viele Herzerler geflogen. Sehr gut. Ja, dann werden wir das natürlich unbedingt machen, damit ihr das auch gut sehen könnt. Und jetzt bin ich euch aber noch den Rabattcode schuldig. Den werde ich euch jetzt wie immer zeigen. Und es gilt wie immer. Ihr habt diesen Rabattcode für euch vorbereitet. Und ihr könnt ab jetzt bis Mitternacht diesen Rabattcode einfach in unserem Webshop einlösen. Und zwar, passend zum Thema, jetzt holen wir mal die große schwere Schachtel wieder. So, also, ihr könnt euch jetzt da dieses Gellack Set Classic schnappen. Wenn ihr euch dieses Set bestellt, kriegt ihr jetzt da 3 große Gellackfarben gratis dazu. Das heißt 3x15 ml. Und zusätzlich jetzt dann noch kostenlos einmal den Korrekturstift. Das heißt, das Ganze hat echt einen Wert von um die 170 Euro und ihr zahlt jetzt gerade mal 89,99 dafür. Also echt ein mega Angebot. So, jetzt braucht ihr aber natürlich den Code dazu. So, kann man das sehen oder spiegelt sie es? Nein, sieht man gut. Sieht man es gut? Sehr gut. Also, der Rabattcode lautet Insta. Und ihr kriegt wirklich dieses Gellack-Set Classic mit 3 großen Gellack-Farben plus den Korrekturstift dann noch gratis obendrauf. Also echt ein mega Angebot und ein mega Produktwert zum kleinen Preis. Das ist auch ein Lob an dich. Du machst es spitze. Ah, wie lieb. vielen lieben Dank. Ich hoffe echt irgendwie, ich habe wieder all eure Fragen gut beantworten können.
Und ich sag mal, vielen lieben Dank, dass wieder so viele von euch einfach mit dabei waren und uns zugeschaut haben und sich für unsere Produkte interessieren. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Nächste Woche Mittwoch um 19 Uhr. Thema ist diesmal dann ein anderes und zwar, yay, Nail Art. Wir alle lieben Nail Art und nächste Woche wird es echt um ganz easy, schnelle Nail Art gehen, die einfach unglaublich schnell zum Nachmachen ist. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann wieder und ich sage vielen lieben Dank und ciao!